Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Föhnutopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück, ne? Wir haben beim letzten Mal die letzten zwei Juwelen geholt. Jetzt können wir die Höhle des Drachen und den derzeitigen Häuptling herausfordern. Let's go! Das wird bestimmt nicht leicht. Hab das richtige Item schon mal ausgerüstet. Was ist das? Ein weiterer Clown, der die Belohnung für mich, Birdie, einsacken will? Merkst du nicht, dass der große Drache absolut mir unterworfen ist? Nie war ich mächtiger. Ich muss loben, dass du es so weit geschafft hast, aber dein Abenteuer endet hier. Bubbles, los, fass! Will ich wissen, wer Bubbles ist? Hä? Das ist noch unfertig. Oh, hi! Können wir drüber reden? Wir sind doch nicht bei Pokémon! Wahrscheinlich muss man zur richtigen Zeit die Bomben werfen, dass er die frisst. Hey! Ich hatte den Hundekuchen. Ja, er hat, glaube ich, auch die Bombe gegessen. Das ist die Zeit, ihn anzugreifen. Warte mal, wie viel heilt das denn? 5. Komm, hau ich mir rein. Oh nein. Gezielte Würfe treffen nicht einmal. Ich krieg gerade übelst aufs Maul. Ich muss drüber springen. Die restliche Heilung gönnen. Und jetzt aufpassen. Wo kommt das Leckerli hin? Nee, der macht das nach dem Wedeln. Ja, er hat nur die Bombe gegessen. Bam! Draufhauen, draufhauen! Oh Gott! Ich habe hier den Hundekuchen geklaut. Auch wenn es nur 5 sind. Ich nehme es. Besiegt! Mwahaha! Und jetzt bist du dran! Ey, das hat gerade so noch funktioniert. Gut, dass ich mir die Himmelsweste und den Aluminiumschläger geholt habe, sonst hätte ich das niemals geschafft. Dafür bin ich nochmal extra zurückgelaufen, den ganzen Weg. Glückwunsch, du hast es geschafft. Ich habe schon länger nach einer rechten Hand gesucht. Das mit dem Vernichten war nur eine Farce. Natürlich muss man rechte Hand mit den Drachen klarkommen. Das war ein Test und du hast ihn bestanden und zu Hause hoch. Ich hab sie. Boss!
Ouroboros, warte! Ha, du Dummkopf. Der halbe Ouroboros-Stramm ist mir treu. Hast du wirklich gedacht, du kannst dich einfach aus dem Staub machen? Boss, bekomme ich dein Zimmer? Nein, Boss, gib es mir! Was? Du Idiot! Danke! Ich nehme sie mit! Oh, das war... Hat sie mich gemeint oder dich? Ich wäre aber genauso angefressen. Sieh mal eine an. Anscheinend habe ich auf das richtige Pferd gesetzt. Deal ist Deal. Du da drüben, befreie Lisa von den Ketten sofort. Yes, Sir. Damit werden die Ouroboros Ruhe geben. Solange wir eine wichtige Geisel haben, werden sie nicht so schnell etwas Überstürztes tun. Wie du wolltest, wird die Information, wer Birdy gefangen hat, diskret behandelt. Du bist schon komisch. Wenn ich du wäre, würde ich das von den Dächern verkünden. Also, na los. Ich wette, deine Freundin wartet schon sehnlichst auf dich. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Lisa die Freiheit zurückerkämpft. Gell, ich bin frei. Ich wusste nicht, dass du ein Profizocker bist. Das hättest du mir sagen können. Oh, komm her. Oh, wie süß. Das hast du nicht erwartet, geil. Ich kann nicht fassen, dass ich nach Hause komme. Ein Traum wird wahr. Oh, ich muss packen und mich von meinen ganzen Freunden verabschieden. Sogar diesem Poki werde ich Tschüss sagen. Tschüss. So, treff mich am Stadtende. Wir können zusammen nach Panselo zurück. Ja, werden wir machen. Aber vorher muss ich noch was anderes machen. 150 habe ich. 200 kostet, was ich vorhabe. Ich will nämlich noch die Angel eben schnell kaufen. Und ich habe ja ein paar Materialien, die ich verkaufen kann. Dann kann ich euch nämlich auch direkt mal den Recycler zeigen. Wartet, hier drüben. Wenn man nämlich hier reingeht, das habe ich nur per Zufall entdeckt, weil ich dachte, hier könnte ich noch was zu essen kaufen. Und dann hier dran geht. Während man die Dinge ausrüstet. Dann kann man sie einfach da reinsaugen lassen und dann werden sie verkauft. Jetzt habe ich 195. Die 5 Mäuse, die kriege ich schnell zusammen. Etwas anderes, was ich auch noch machen muss, bevor ich zurückgehe. Ja, komm, bekämpft mich. Hier, bei der Oase, da muss ich nämlich noch dieses verkohlte Zeug abgeben, weil das einen Dünger abgibt. Hier, 5-mal verdorbenes Essen. Und mach den Müll zur Kunst. Los! Natürlich brauchen Blumen etwas Zeit zum Wachsen. Du kannst erst einmal das hier als Bezahlung nehmen. Überrascht, Mr. Planto ist großzügig. 20 Dollar nehme ich, also 20 Rennen. So, wir haben die Angelrute. Mit ihr kann man Fische fangen. Dann würde ich nämlich gerne nochmal zu der Schießbude gehen. Weil da gibt es nämlich noch 2 Preise, die man gewinnen kann. So. Ach, und die Angel, die müssen wir natürlich auch einmal ausprobieren. Machen wir doch direkt hier. Komm, reicht an. Ah, ich muss in diesem Bereich halten. Und dann habe ich einen Fisch. Da bringt es mir wenig. Den fortgeschrittenen Kurs kann ich zumindest eben kurz einmal versuchen. Die Ziele sind kleiner und schneller. 20.000 Punkte. Zack. Ja, dafür braucht man wesentlich mehr Ausdauer.
Weil ich habe kaum welche. Das war ein toller Versuch. Fünfzehntausend habe ich. Wenn ich 5000 erschaffe, dann könnte ich den Preis abräumen. Kommen 2000 noch. Hätte ich 2 mehr geschafft, dann hätte ich den Preis tatsächlich gewonnen. Ich laufe jetzt nicht einmal quer durch die ganze Stadt, ich laufe einfach drumherum. So, Nisa, let's go. Also das ist im Paselo los. Das dämpft die Stimmung meiner Rückreise sehr. Aber ein Gutes hat das Ganze. Oma kann nicht mit mir schimpfen. Sie würde einen lückenlosen Bericht über alles, was ich getrieben habe, verlangen. Vielleicht würde sie mir sogar den Hintern versohlen. Okay, schlechter Witz. Nun ja, ich werde alles tun, womit ich helfen kann. Ich habe das letzte Jahr lang Poki gehütet. Vielleicht wäre ich ein guter Babysitter. Oh, guck, da ist Panseel in der Ferne. Der letzte, der dort ist, ist ein Poki-Hintern. Hallo? Gib mir einen Moment. Okay, du bist früh zurück. Und du hast sogar eine Freundin mitgebracht. Donnerwetter, du bist schnell. Nein, ich kann's nicht glauben. Lisa! Okay, als ich dich gefragt habe, jemanden anzuhören, habe ich jemanden Nützlichen gemeint. Oh! So heißt du also deine liebe Schwester willkommen? Nach einem ganzen Jahr? Was ist mit dem kleinen süßen Bruder passiert, der, als ich weggezogen bin, wie ein kleines Baby geweint hat? Das habe ich aber anders in Erinnerung. Das müssen Freudentränen gewesen sein. Geschwisterliebe ist wunderschön. Vielleicht sollte ich dir etwas auf die Sprünge helfen. Komm mal her. Hey. War das Schwester Lisa? Yay, sie ist zurück. Wir müssen so viel nachholen. Ich bin sicher, du bist total ausgehungert. Lass uns was essen. Das war aber trotzdem richtig lustig. Also, was denkst du? War mein Kartoffeleintopf lecker? Super. Danke. Ich werde weiterhin hart an meinen Kochkünsten arbeiten. Du kannst auf mich zählen. Wo ist jetzt Lisa? Ich will sehen, ob der Junge Freudentränen vergisst. Ah, hier sind die. Hi, Gil. Wir haben gerade überlegt, wie es weitergehen soll. Wenn ihr einen Wissenschaftler sucht, der den Golem-Kopf reparieren soll, muss das Thomas sein. Ich erinnere mich an keinen Thomas. Natürlich nicht, du hast das Erinnerungsvermögen eines Goldfisches. Es ist Roteas Bruder, er hat uns vor 5 Jahren verlassen, um sich einen Namen zu machen. Er ist jetzt ein führender Wissenschaftler, er hat sogar sein eigenes modernes Laboratorium. Also ist Thomas wie du, bloß erfolgreich. Wie auch immer, er lebt in Dea, nördlich von Atai. Er ist so etwas wie ein Einsiedler. Er hat sich etwas Zeit genommen, als ich vorbeigeschaut habe. Da seine Schwester Rothea unter den Entführten ist, wird er definitiv helfen wollen. Thomas wird uns helfen, egal ob es um seine Schwester geht oder nicht. Die Bindungen in diesem Dorf sind stark. Oh, richtig, die Brücken sind zerstört. Glücklicherweise habe ich genau das Richtige dafür. Warte hier. Wo habe ich ihn hingetan? Aha. Das ist ein Lebensretter. Trag es um deine Taille und du wirst im Wasser schwimmen. Nordwestlich von Atai ist ein Ort namens Mondlichtschlucht. Das ist der ideale Ort, um rüber zu schwimmen. Wie wäre das? Ich bin schon nützlich. Ah, jetzt kann ich im Wasser schwimmen. Endlich verrecke ich nicht mehr, sobald ich Wasser sehe. Ich würde gerne aber noch schlafen gehen, bevor ich hier abhau.
Und bevor wir da hingehen, muss ich nämlich hier auch noch in der Gegend noch was anderes machen. Aber das, was ich vorhabe, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!